Schlagerparadies. Hier fühle ich mich wohl. Radio Schlagerparadies. Hallo zu Hause, ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt zum gefilmten Interview bei Radio Schlagerparadies. Und heute habe ich mal wieder einen sehr illustren Gast. Ihr kennt den alle, Heinz Simons heißt der gute Mann neben mir. Und ihr kennt ihn eigentlich alle eher als, genau, in der Größenordnung als Heintje. Ja, aber die Zeiten sind ja jetzt nur wirklich schon lange vorbei. Ich würde sagen, ja. Also ich bin zwar noch nicht so alt, aber ich glaube, ich bin schon etwas größer geworden und etwas älter. So. Und im Laufe dieser ganzen Zeit hat der Hein natürlich nicht stillgestanden und hat nichts gemacht. Nee, der hat auch immer wieder mal zwischendurch was gesungen. Und ganz aktuell hat er ein neues Album auf dem Markt und das heißt Lebenslieder. Richtig. Es ist angeblich, so steht es auf der CD drauf, dein persönlichstes Album. Damit ist wahrscheinlich gemeint, wir hatten ja ein Thema, Lebenslieder soll eigentlich bedeuten für mich, Lieder, die mein Leben begleitet haben, sei es in Form von Geschichten mit Kollegen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, sind zum Beispiel Lieder von Peter Alexander drauf, Katharina Valente, Udo Jürgens und. Also viele Leute, die ich selber kannte, zum Teil auch freundschaftlich verbunden war. Dann sind es Lieder, die ich sehr schön fand. Wir hatten ja eine Gastwirtschaft und da war eine Jukebox drin. Das gab es damals noch. Und die Lieder, die mir gefallen haben damals, habe ich auch mit auf dieser CD packen können. Ein Lieblingslied von meinem Vater ist drauf. Also sehr viele Geschichten auch dazu und hat riesig Spaß gemacht, das überhaupt machen zu dürfen. Also die Frage ist natürlich, wer hat denn diese Lieder dazu ausgesucht? Du alleine oder gab es da Vorschläge? Nein, also alleine mache ich gar nichts. Wir, das Team, haben das ausgesucht. Das war hauptsächlich der Christian Geller, der mich produziert, und ich. Und ganz banal ist das eigentlich entstanden. Wir waren im Auto von München und fuhren wir dann nach Koblenz, da runter, also Andernach, und hörten Oldies. Und ich sang dann immer mit und dies und jenes. Ich sagte, Mensch, Christian, sowas würde ich mal gerne singen. Er sagte, das ist eigentlich sowieso eine gute Idee, warum machst du es nicht? Oder so, warum sollen wir es nicht machen? Und so ist die Idee zu Lebenslieder entstanden. Ja, ich habe mir überlegt, ich meine, Lebenslieder bedeutet ja, dein ganzes Leben. Ja, ein bisschen haben wir ja noch, oder? Na ja, klar, nee, um Gottes Willen, nach oben offen. Nur die Skala ist nach oben offen. Nein, ich meine ja, wenn man jünger ist, hat man ja auch schon die ersten Lieder, die man vielleicht so im Kopf hat, noch, auch wenn man dann älter ist. Und geht man dann so tatsächlich mal so das ganze Leben so einmal durch? Nein, das nicht unbedingt, aber es sind Lieder, die ich aus meinem Leben kenne, die mich wirklich begleitet haben. Ich sage ja schon, aus der Jukebox, es sind ja auch teilweise sehr alte Lieder darunter, richtig. Die wir neu gemacht haben, und das hat riesig Spaß gemacht. Du hast vorhin schon angedeutet, ein paar Kollegen, die kennst du ja tatsächlich richtig. Also unser einer kennt die natürlich nicht, aber du bist ja in dem Genre groß geworden. Du hast ja früh genug angefangen mit Über 50 Jahre sind es jetzt mittlerweile schon. Ja, und erzähl mal ein bisschen, hast du... Oder konntest du dich mit dem einen oder anderen Kollegen noch absprechen, was diese Songs im Grunde angeht? Genommen mit allen Kollegen, die ich... das ist heute ja auch eine kleine Hommage an diese Kollegen sein, die ich toll finde. Vor allen Dingen auch die Lieder toll finde. Ich singe vom Udo zum Beispiel Griechischer Wein. Udo habe ich kennengelernt, da fing ich an. In Holland war das ein Jahr eher als wie in Deutschland, da war ich 11. Und mein Produzent war damals in Holland ein erfolgreicher Produzent. Und wir durften dann bei einer großen Veranstaltung, da wurde ein Preis verliehen, Grand Gala de Disc hieß der, hinter der Bühne und auch in den Garderoben. Und da hat mir damals den Udo dann vorgestellt, der da einen Preis bekam, unter anderem. Und das Witzige daran ist, dass ein Jahr später ich auch so einen Preis bekam, weil Mama wurde ja dann auch gleich ein Riesenerfolg in Deutschland, und ich bekam auch den Preis. Mit Peter Alexander, dazu brauche ich eigentlich wenig zu sagen, wir haben viele, viele Filme zusammen gemacht, den habe ich sehr bewundert. Ganz einfach, das war noch einer der alten Schule, der konnte singen, der konnte tanzen, der konnte schauspielern, der konnte alles. Aber und habe viel von ihm gelernt. Da mal kurz einhaken darf, ein sehr außergewöhnlicher Titel, den du dir da ausgesucht hast von ihm. Ich persönlich finde ihn toll, ich habe den früher auch ganz oft gehört. Also war auch so meine Zeit, wo ich da angefangen habe, Schlager auch zu hören. Toller Titel, warum ausgerechnet den? Weil ich den Titel sehr, sehr schön fand. Ich finde, dieser Text trifft die Frauen oder trifft die Geschichte,
Ein Leben lang, das wiederholt sich, diesen Titel kannst du in 100 Jahren noch singen, weil das, also ich finde den Text fast noch schöner als wie die Musik. Ne? Das stimmt. Das und darum weinst aber du es passt super ein. Gut zusammen, ja, ja. Finde ich schon. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Peter Alexander, Udo Jürgens, alle hast du sie selber kennengelernt. Einen habe ich nicht kennengelernt. Ja. Und das war das Dümmste, was ich je gemacht habe, glaube ich. Ich war damals auch in Amerika sehr erfolgreich, war in großen Fernsehsendungen, habe mit Lee Marvin, Gene Kelly, Barbara Eden und Leute Shows gemacht. Unter anderem waren dann auch die Osmond Brothers dabei. Und wir zeichneten in Kalifornien dann immer 4 Shows auf innerhalb von 12 Tagen. Und was ich nicht wusste, dass die Osmond Brothers als Vorgruppe von Elvis in Las Vegas waren. Okay. Und die kamen mal zurück und der Donny Osmond war in meinem Alter damals und sagte, hör mal, wir haben mit Elvis gesprochen und so weiter, er möchte dich gerne kennenlernen, bist herzlich eingeladen, VIP-Gast in der Garderobe und. Nur mein Problem war damals, immer eigentlich heute noch, mit mir kannst du alles machen, aber wenn du sagst, am 5. Dezember bist du fertig, darfst du nach Hause, dann mache ich keinen Tag länger mehr, egal was kommt. Und den Fehler habe ich gemacht. Also ich flog dann nach Hause und ich so, also Esel, der ich war, den hätte ich doch kennengelernt. Ja, im Nachhinein ist man oft schlauer, ne? Genau. Gut. Ja, also da hast du ja schon toll was vorgelegt. Und es ist ja, man kann sagen, eigentlich ist es eine CD mit lauter Evergreens. Ja, richtig. Die kennt jeder, kennt jeden Titel daraus. Also, sie haben es aber neu gemacht, ne? Genau. Und ich habe versucht, nicht zu imitieren, sondern ganz einfach mit meiner Stimme, als Hein Simons, diese Titel zu singen. Zwar versucht, dieses Dynamische und dieses Gefühl von den Kollegen rüberzubringen, aber ich habe so gesungen, wie ich es gefühlt habe. Und auch in Deutsch. Natürlich. Es sind einige Titel dabei von amerikanischen Kollegen, auch englischen Kollegen, die natürlich ins Deutsche übersetzt wurden. Alle in Deutsch. Und was für mich persönlich natürlich sehr schön war, für mein Ego, jetzt werde ich mal so ein bisschen überheblich war, dass ich auf dieser CD auch mal ein bisschen Stimme zeigen kann. Da gehe ich dann von Normalstimme zu Kopfstimme und. Und das hat Spaß gemacht und ich hoffe und denke, dass den Leuten das auch gefällt. Also wir haben eben schon kurz gehört, dass du in den Trendcharts ja. schon wahrscheinlich in die Top 5 kommst. Und das sieht gut ist aus. Ja schon, das wäre ja schon ein mega Erfolg. Ne? Ja, das wäre mega. Vielen Dank. Toll. Also ihr seht schon, ne, da müsst in ihr den Verkaufscharts. In den Verkaufscharts, ganz genau. Ihr müsst zugreifen, ne, weil es scheint gut anzukommen, ihr Lieben. Da kann man aber auch bei so einer CD kann man eigentlich nichts falsch machen. Ne? Das ist ein Titel nach dem anderen, den man kennt. Ja. Ja, und schön produziert, der Christian Geller hat das toll gemacht. Ja. Ne? So, und dann haben wir hier noch einen Sänger stehen, der das schon ein paar kann. Jahre macht. Von daher, ne, läuft. Ja. So, was habe ich denn hier noch? Genau, das hat mich auch noch interessiert. Niederländer. Ja, ja, du bist geborener Niederländer. Richtig. So. Wohnst in Belgien, ja. Produzierst in Deutsch. Ja, so. Aber ich habe auch in Holländisch produziert, also in vielen Sprachen. Ja, sowas jetzt hier. Mhm. Glaubst du, dass das auch möglich ist zu transportieren ins Holländische oder ins Belgische? Macht das Sinn? Ins Belgische ist ja schwierig, weil Belgien hat ja eigentlich 3 Sprachen. Okay, ja. Das Flämische, das Wallonische und das Deutsche. Wir haben ja auch deutschsprachiges Gebiet. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Holland funktionieren würde. Dann würde ich entweder Holländisch oder Englisch machen. Mhm. Obwohl Holländisch eigentlich noch besser wäre, weil in Englisch gibt es ja teilweise schon gibt's ja von schon. Den Kollegen. Ganz genau. Jetzt habe ich eben gehört, weil das so sensationell gut läuft und weil das dir ja auch so viel Spaß gemacht hat, du wärst schon interessiert, da noch eine Fortsetzung zu machen. Ja, ich war ja jetzt unterwegs, habe eine Sendereise gemacht und da waren einige Kollegen dabei, die sagten, Mensch, da gibt es noch so viele schöne Titel und so. Also das wäre, wenn das erfolgreich wäre, das wäre doch eigentlich programmiert, um da vielleicht Folge 2 oder so weiter zu machen. Wer weiß, wir sehen es. Also ich höre nicht abgeneigt, es gibt wirklich schöne Lieder. Okay, weil das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wie geht es weiter in Zukunft? Hast du was Eigenes noch geplant? Weil das sind ja schließlich jetzt Cover. Also ja, kann man ja nicht anders sagen. Gibt es was Eigenes? Das was Eigenes? Also heutzutage macht man oft Themenplatten und
ich finde das eigentlich auch ganz gut, denn früher, ich glaube vor 20, 30 Jahren, wenn ich da zu einem Produzenten gesagt hätte, ich möchte gerne mal Hits von anderen Leuten singen, hätte er gesagt, sag mal, was ist mit dir los? Wir haben doch selber und können doch selber und dies und jenes. Und in Amerika ist es zum Beispiel gang und gäbe, dass Kollegen untereinander die Lieder austauschen und ihre Lieder singen. Und ich habe es jetzt gemacht, also ich könnte mir vorstellen, dass ich eventuell noch eine zweite Folge mache. Schön. Vielen lieben Dank für deinen Besuch hier bei uns. Gerne. Bei Radio Schlagerparadies. Wir sind mit dem Video-Interview durch. Die Silke okay. Rech wird dich gleich noch ein bisschen löchern okay. im Audio-Interview. Und wir sagen an dieser Stelle danke, dass ihr uns Dankeschön. Zugeschaut habt. Tschüss. Ciao.